Schauen Sie sich diese Gesichter an. Sie sollen ausdrucksvoll sein. Alle diese Bilder wurden an der École des Beaux-Arts ausgezeichnet. Die Gewinner erhielten den großen Rompreis und wurden in ihrer Zeit als große Künstler gefeiert. Das war im 19. Jahrhundert, eine Epoche erfüllt vom Lärm der Maschinen, Opernseligkeit und Wortgeklingel. Inmitten dieser Geschäftigkeit bringt uns Édouard Manet die Stille zum Bewusstsein. Hier ein Foto, das ihn als eleganten, spöttisch lächelnden Pariser Dandy zeigt. Auf diesem Foto von Nadar blickt Manet fast abwesend in die Ferne. Genauso wie viele der von ihm gemalten Gesichter. Manet hat Paris so gut wie nie verlassen. Er ist ein Teil dieser Stadt, deren Veränderungen er minutiös verfolgt. 1850 zählt Paris etwa mehr als 1 Million Einwohner. 1880 sind es fast 2.300.000. Als diese Momentaufnahme 1865 entsteht, hatte sich Paris unter der Leitung von Baron Haussmann in eine einzige Baustelle verwandelt. Das neue Paris entsteht sozusagen unter den Augen seiner Einwohner. Charles Baudelaire sagt dazu in den Blumen des Bösen: Paris verändert sich. Aber meine Melancholie ist mir geblieben. Neue Palais, Baugerüste, Häuserblocks, alte Vorstädte, alles wird mir zur Allegorie und teure Erinnerungen wiegen mir schwerer als Felsgestein. Die großzügigen Boulevards und neue Stadtteile, die wie das Europaviertel in der Nähe von Bahnhöfen entstehen, verändern nicht nur das Stadtbild, sondern auch die Lebensgewohnheiten der Pariser. In diese neuen Stadtviertel zieht das Bürgertum ein und vertreibt die Arbeiter in die Außenbezirke. Ein allgemeiner Wohlstand bricht aus, an dem die Arbeiterklasse jedoch nicht teilhat. Die Franzosen sind immer auf ihre Vergangenheit stolz gewesen, ob sie nun monarchistisch oder revolutionär war. Mitte des 19. Jahrhunderts geben sie ihre Stimme einem Kaiser, der zwischen Absolutismus und Sozialismus schwankt. Die Folgen sind bekannt. In Paris versucht Napoleon III. Seine hochfliegenden Pläne zu verwirklichen, während die Nutznießer dieses Regimes ungehemmt ihren Repräsentationsbedürfnissen nachgehen. Georges Sand beschreibt die Stadt als einen Ort des Luxus, der Eitelkeit, der Geldgier, des ungehemmten Genusses und der zügellosen Ambitionen. Zum Bürgertum des Zweiten Kaiserreichs gehören auch jene modern denkenden, republikanisch gesinnten Intellektuellen, die sich der Gefahren ihrer Zeit wohl bewusst sind, aber weder auf Wohlstand noch Privilegien verzichten wollen. Freunde Manets bei einem Konzert, das sie ganz offensichtlich langweilt. Man erkennt aus seinem Bekanntenkreis
den Bildhauer und Kritiker Zacharias Drück, den Maler Fantin Latour, den Dichter Baudelaire, den Sammler und Kenner spanischer Kunst Baron Taylor, Madame Offenbach, den Bruder Eugène Manet, Jacques Offenbach und viele Stühle. Es schickt sich nicht, so gewöhnliche Gegenstände wie Möbel auf einem Bild zu zeigen. Das Publikum, dem man beigebracht hatte, die Malerei müsste ausdrucksvoll sein oder wenigstens den Geist erheben, hält Manets Konzert in den Tuilerien für eine Beleidigung. Der Fortschrittsglaube manifestiert sich zu jener Zeit in der Bedeutung, die man den Weltausstellungen beimisst. Für die Ausstellung des Jahres 1867 entwerfen der Ingenieur Kranz und der junge Gustav Eiffel einen Rundbau. Er beherbergt 52.000 Aussteller und zieht 7 Millionen Besucher an. Hier sollten sich Industrie und Kunst begegnen. Die Jury lehnte jedoch die eingereichten Arbeiten Manets ab, der daraufhin eine eigene Ausstellung veranstaltete und damit wieder einen Skandal provozierte. Heute steht auf dem Gelände der Weltausstellung der Eiffelturm, während der in ein Museum verwandelte Gare d'Orsay die offizielle Kunst des 19. Jahrhunderts mit den Werken jener Künstler vereint, die eben diese Kunst überwunden hatten. Diese Koexistenz kommt Manets Denkweise entgegen, denn er hat immer wieder versucht, die Zeitgenossen von seiner Kunst zu überzeugen. Das heutige Publikum empfindet die Welten, die Manet damals von der offiziellen Kunst trennten. Der Erfolg der Modernen und insbesondere der Impressionisten hat die Kunst der damaligen Zeit lange in den Schatten gestellt. Das Musée d'Orsay ist zum Ort der Aussöhnung zwischen Thomas Couture und seinem Schüler Manet geworden. Der berühmte Schöpfer des Riesengemäldes, Römer der Verfallszeit, gehört selber nicht zu den Dekadenten, denn er hält seine Schüler dazu an, sie sollten sich als Pariser fühlen, so wie man Athener gewesen sei, und sich auf ihre eigene Kraft besinnen und nicht von der Vergangenheit überwältigen lassen. Manet lässt sich ganz gewiss nicht von der Vergangenheit überwältigen, aber er übernimmt an Themen, was ihm Bestand zu haben scheint. Indem der junge Manet ein Sujet bei Giorgione ausleiht und in ein Picknick verwandelt, nimmt er den Rat seines Lehrers, Thomas Couture, wörtlich. Aber darüber hinaus, und das geschieht nicht ungestraft, bricht er mit den Konventionen der 1860er Jahre. Manets Bild ist ein Bild der Stille. Das Frühstück im Grünen sagt nichts aus, erzählt keine Geschichte, lässt sich auf keine bestimmte Gegend festlegen. Wir sehen vier Personen am Ufer eines Baches, gemalt von einer fünften Person. Keine Allegorie dient als Vorwand für die Nacktheit der jungen Frau im Vordergrund. Es handelt sich um ein Modell, das sich nach der Sitzung wieder anzieht.
Der Betrachter muss sich als Eindringling empfinden. Das Bild liefert ihm keine Entschuldigung für sein Voyeurtum. Mit einem Bild, das wie eine Parodie erscheint, trägt Manet die überlieferte Malerei zu Grabe. Zu einer Zeit, in der die Frauenkörper mehr als je zuvor in Wäsche und Kleidung gehüllt sind, zirkulieren Nacktaufnahmen, die wie Obszönitäten gehandelt werden. Nur aus dieser Einstellung heraus lässt sich der ungeheure Skandal erklären, den Manet 1865 im Salon mit seiner Olympia verursacht. So äußert sich die Kunstkritik zu diesem berühmten Gemälde, das heute in einem der meistbesuchten Museen der Welt hängt. Eine Odaliske mit gelbem Bauch, ein ordinäres Modell. Ein anderer: Es handelt sich um eine Art weiblichen Gorillas. Und ein dritter fragt sich, ob das Bild nicht einen Aufstand verursachen könne. Selbst Théophile Gautier, der sich in seiner Jugend so für die Romantik engagiert hatte und dem Baudelaire seine Blumen des Bösen widmete, sieht in der Olympia nur ein schlecht gemaltes und an niedere Instinkte appellierendes Bild. Vielleicht hat sich Manet bei diesem Bild von Tizians Venus von Urbino inspirieren lassen. Aber er zeigt eine Prostituierte, deren laszive Haltung den Betrachter durchaus verführen könnte. Die einzige Gefühlsregung, die im Bild zu erkennen ist, zeigt eine offensichtlich gereizte Katze. Und schließlich zeigt Manet, unverzeihlich, eine Hausangestellte mit einem prächtigen Blumenstrauß von vorne. Die Olympia provoziert einen heiligen Schauer, wie es Paul Valéry nennt. Der Schriftsteller Émile Zola ist der Einzige, der diesen seltsamen Außenseiter verteidigt, der seine Kunst sogar ganz offiziell im Salon durchsetzen will. An jenem Ort, wo Kritiker und Publikum ihre Gunst verteilen. So sehen die Wände des Salons im Jahr 1861 aus, an dem Manet erstmals teilnimmt. Er gehört zu den 3146 Künstlern, die ihre Werke im Industriepalast ausstellen dürfen. Fast 10.000 Bilder sind den gierigen Blicken des Pariser Bürgertums und der Kritik ausgesetzt. Um Schwierigkeiten mit den Künstlern auszuschließen, werden die Bilder in alphabetischer Reihenfolge gehängt. Dadurch ergibt sich eine eigenartige Mischung von riesigen Schinken, in denen Ereignisse der Zeit gefeiert werden, kleinformatigen Genreszenen und Landschaften. Daneben gibt es unzählige Porträts. Es ist hauptsächlich die Kunst des Juste Milieu. Romantik ist nicht mehr gefragt, denn das Publikum lehnt eine Kunst ab, die Zündstoff für Revolutionen enthält. Auch der Realismus hat keine Chance. Denn das gleiche Publikum will die Welt nicht so sehen, wie sie wirklich ist. Der Fotograf Richebourg macht Aufnahmen vom Salon des Jahres 1861. Leider vergisst er inmitten dieser Bilderflut, die beiden Arbeiten von Manet aufzunehmen. Dies Versehen lässt sich mit der heutigen Technik korrigieren. Wir zeigen das Doppelporträt, die Eltern des Künstlers und den Gitarrenspieler im Sammelsurium der Exponate. Mit dem Salon des Jahres 1861 stellt Manet alle zufrieden. Théophile Gautier begeistert sich für den Gitarrenspieler und die Jury verleiht ihm eine Ehrenmedaille. Authentizität in Kleidung und Haltung ist nicht gefragt, sonst hätte man sicherlich nicht diesen Linkshänder hingenommen, der einen Akkord anschlägt,
den nur ein Laie erfunden haben konnte. Der spanische Sänger begeistert auch junge Künstler wie Le Gros, Durand und Fantin Latour, die zu dieser Zeit nach einer Kunst zwischen Romantik und Realismus suchen. Sie wenden sich an Manet und erklären ihn zu ihrem Vorbild. Ausgerechnet Manet, der es nie zu einer Professur gebracht hat, wird immer wieder als Lehrer hingestellt. Später malt Fantin Latour Manet an seiner Staffelei, umgeben von seinen Freunden und Bewunderern Otto Schölderer, Zacharias Trück, Auguste Renoir, Émile Zola, Edmond Maître, Jean-Védric Bazzi und Claude Monet. Beobachten wir Édouard Manet, wie er den Vater des Impressionismus, Claude Monet, im Stil der Impressionisten malt. Sommer 1874. Manet lebt in Gennevilliers, Monet im nahegelegenen Argenteuil. Renoir und Caillebotte kommen zu Besuch. Manets Bilder aus diesem Sommer sind eine freundschaftliche Herausforderung an jene jungen Künstler, die sich als Freie bezeichnen und für die der Kritiker Louis Leroy abfällig den Begriff Impressionisten erfunden hatte. Zum großen Missfallen von Edgar Degas, der ihm Eitelkeit vorwirft, weigert sich Manet gemeinsam mit den jüngeren Freunden auszustellen. Auf seine Weise nimmt er aber an ihren Experimenten teil, indem er selber mit Licht und Farbe spielt. Darf man Édouard Manet deshalb zu den Impressionisten rechnen? Das impressionistische Abenteuer wie das Studium der alten Meister halten ihn nicht von seiner fixen Idee ab, das Leben so darzustellen, wie er es selber sieht. Georges-Charles Huysmans schreibt dazu: Monsieur Manet hat sich Gott sei Dank nie mit den dämlichen Vorurteilen abgegeben, die in den Schulen kultiviert werden. Er malt die Natur konzentriert, so wie sie ist und wie er sie sieht. Manet hat eine Auseinandersetzung über das Wesen der Malerei heraufbeschworen, die bis Picasso angedauert hat. Trotzdem hinterlässt er keine theoretischen Schriften, wenn man von einer im Eigenverlag erschienenen Broschüre absieht. In dieser heißt es: Monsieur Manet hat seine Begabung als das gesehen, was sie ist. Er hat nie vorgegeben, die überlieferte Malerei abzuschaffen, noch eine neue zu erfinden. Er hat nur danach gestrebt, er selbst zu sein. Das 19. Jahrhundert bringt jenen Individualismus hervor, der als die wortwörtliche Umsetzung der Erklärung der Menschenrechte verstanden werden kann. In diesem Sinne ist Manet ein Republikaner seiner Zeit und seine Malerei ist deren Ausdruck. Obwohl er diese Klassifizierung strikt abgelehnt hat, ist er ein Maler der Zeitgeschichte. Seine Spaziergänge durch das neue Paris führen ihn von Batignolles bis zum Boulevard des Italiens. Anschließend verwandelt er in der Stille seines Ateliers die Eindrücke in Bilder. Diese Arbeiten aus der Mitte der 70er Jahre spiegeln das Pariser Leben jener Zeit wider. Im Zweiten Kaiserreich und in der Dritten Republik werden die Cafés zum bevorzugten Treffpunkt. Die Einwohnerzahl nimmt rapide zu und schafft ein Bedürfnis für solche Oasen. Ende des 18. Jahrhunderts gibt es in ganz Paris gerade 900 Cafés. Um 1900 hat sich ihre Zahl verzwanzigfacht. Das Café vereint die Einsamen und die Künstler. Man stelle sich nur einmal Ende der 60er Jahre das Café de la Nouvelle Athènes am Place Pigalle vor. Dort treffen sich an einem Tisch Monet, Nadar, Zola, Degas, Fantin Latour, Bazzi, Renoir, Cézanne, Sisley, Pissarro und Manet. Solche Zusammenkünfte
bergen genug Sprengstoff gegen die Dekadenz der zeitgenössischen Kunst. Manet bringt die öffentliche Ordnung durcheinander. Seine Nana aus dem Jahr 1877 ist eine Romanfigur von Émile Zola nachempfunden und verursacht einen Skandal. Das bei Giroux am Boulevard des Capucines ausgestellte Bild musste auf Anordnung der Polizei entfernt werden. Nana ist das Porträt einer hübschen Kokotte, die sich von der korrumpierten Pariser Gesellschaft aushalten lässt, einer Gesellschaft mit doppelter Moral, in der alles erlaubt ist, solange man nicht erwischt wird. Manet und Zola stellen ihre eigene bürgerliche Gesellschaft bloß. Der in schwarzer Kleidung erstarrte Mann wird von Manet wie ein Stück der Einrichtung behandelt, die übrigens durchaus von diesem Gönner bezahlt sein könnte. Manet ergreift zu einer Zeit die Partei der Frau, in der diese noch völlig rechtlos ist, und gibt Nana, wie allen seinen Frauenbildern, einen Ausdruck von Freiheitlichkeit. Victorine Meurent, 10 Jahre nachdem sie für Manet als Olympia posiert hatte, diesmal als Dame gekleidet, mit einem Buch auf den Knien. Wieder hat sie diesen freiheitlichen Ausdruck im Gesicht. Bücher oder Augenblicke der Lektüre kehren in Manets Bildern immer wieder und verweisen auf die dazugehörige Stille. Lektüre vor der Geräuschkulisse des Gare Saint-Lazare. Durch das Geländer der Pont de l'Europe bewundert das kleine Mädchen die letzte Errungenschaft der Zeit, eine Lokomotive. Auch wenn die Architektur des Palais des Etudes der École des Beaux-Arts ganz modern ist, bleibt die Schule selber ein Hort der Tradition. Betrachten wir eine Auswahl der großen Rompreise zwischen 1800 und 1863. Ingres erhält den Rompreis 1801 für Achille empfängt die Abgeordneten Agamemnons. Was ist an diesem Bild ausdrucksvoll, wenn nicht das Erzähltalent des Monsieur Ingres? Diese Malerei verlangt vom Betrachter ein hohes Maß an Bildung. Flandrin erhält den Rompreis 1832 für Theseus wird von seinem Vater erkannt. Manchmal weicht die Mythologie des Altertums religiösen Themen. Jeder versteht die Szene Jesus vor Gericht, ein Sujet, mit dem Benouvi und Cabanel 1845 den Rompreis erringen. Wird Le Neveu mit dem Tod des Vitellius berühmt. Diese Malerei verrät großes Können, setzt aber manchmal unverhältnismäßige Mittel ein. Und zu ihrem Verständnis muss man die jeweiligen Geschichten kennen. Daran hapert es in unserer Zeit. Es ist die Frage, ob man die Episode von Zenobia, die von Schäfern am Ufer des Araxes gefunden wird, wirklich kennen muss. 1850 gewinnen Paul Baudry
und William Bouguereau mit diesem Sujet den begehrten Preis, der ihnen den Weg zu einer glanzvollen Karriere als hochangesehene Künstler eröffnet.1851 wird Schifflard für seinen großartigen Perikles am Totenbett seines Sohnes preisgekrönt. Für den Tod des Priamus geht der Preis 1861 an Lefebvre. Diese Folge von Bildern, die Hollywood alle Ehre gemacht hätte, lässt sich beliebig verlängern. Es sind perfekt gemalte Bilder, deren Daseinsberechtigung wir nicht mehr einzusehen vermögen. Das Gesicht von Berthe Morisot ist ausdruckslos. Die anderen Freunde des Malers, Antoine Guimet und Fanny Claus, scheinen sehnsüchtig auf den Augenblick zu warten, in dem sie Manet aus ihren Posen entlässt. Es sind Modelle, keine Schauspieler. ...1868 malt Manet ein Bild mit dem Titel Der Balkon. Der Kritiker des Figaro, Albert Wolff, bezeichnet ihn daraufhin als Anstreicher. Der Balkon ist ganz offensichtlich von Goya inspiriert, von den Majas auf dem Balkon. Natürlich sind die spanischen Einflüsse in Manets Bild spürbar, aber das Spanien Goyas kennt die kleinen Geheimnisse, die bei dieser Gelegenheit ausgetauscht werden. Der Balkon von Goya hat etwas Theatralisches, während Manet ganz auf die bildliche Darstellung konzentriert ist. Spanien ist in Paris der 60er Jahre in Mode. Die 1845 erschienene Carmen-Novelle von Prosper Mérimée wirkt immer noch nach. Das Spanien Manets bleibt vorerst in Vorstellungen verhaftet, die man sich in Paris macht. Nach dem Gitarrenspieler faszinieren ihn spanische Tänzer. Die berühmte Lola de Valence steht ihm zwischen ihren umjubelten Auftritten in seinem Atelier Modell. Victorine Meurin erscheint in Stierkämpfertracht. Auch wenn ihr Auftreten nicht den Regeln entspricht, vermittelt sie ein romantisches Spaniengefühl, wie es damals Mode war. Als nächstes malt Manet einen jungen Mann im Kostüm eines Macho. Ebenfalls ganz im Geist der Folklore. In seinem Atelier bewahrt der Maler einen Koffer mit Theaterkostümen auf. Manche Accessoires werden mehrfach verwendet. So kennen wir den Hut dieses jungen Mannes bereits aus dem Frühstück im Grünen. Im Sommer 1865 verbringt Manet 15 Tage in Madrid. In dieser Zeit nimmt er Eindrücke der brodelnden Menge beim Stierkampf in sich auf und meditiert vor den Velázquez-Bildern im Prado, jenem Velázquez, den Fontaine Latour als Maler der Maler bezeichnet hatte. Nach der Spanienreise entstehen ein Stierkampfbild und dieser Matador, der die Menge grüßt. Dieses Bild ist gleichzeitig eine Hommage an das mutige Vorbild und eine Verneigung vor Velázquez, dem Schöpfer der Meninas. Dieses Selbstporträt aus dem Jahre 1878 lässt tief blicken. Manet malt sein Spiegelbild, also seitenverkehrt. Dreht man das Bild herum und legt Las Meninas darüber, wird klar,
dass sich Manet hier als Velázquez sieht. Das Porträt Emisolas aus dem Jahre 1868 tendiert bereits zu einem Selbstporträt. Alles, was den Schriftsteller auf diesem Bild umgibt, atmet den Geist Manets. Das Buch, das Zola in der Hand hält und keines Blickes würdigt, sind gesammelte Malerbiografien, in denen Manet öfter liest. Eine Olympia im Miniaturformat blickt auf den Schriftsteller herab, so als wollte sie sich für die Verteidigung ihres Schöpfers bedanken. Eine Reproduktion der Borrachos zeugt von der Bewunderung für Velázquez. Und schließlich der einzige Farbfleck in diesem Teil des Bildes: die Reproduktion eines Holzschnittes von Utagawa Kuniaki II. Manet gehört sicherlich zu den ersten Pariser Malern, die von den neuen Bildern aus Japan beeinflusst werden. Hier ein paar Beispiele japanischer Holzschnittkunst. Diese stammen aus dem Besitz von Van Gogh und wurden nach dem Tode des Malers vom Sohn des Dr. Gachet in einem Album vereint. Es sind die gleichen Holzschnitte, die 20 Jahre früher Manet begeistert hatten. Sie gehören zu den preiswerten Reproduktionen, die man damals von den zeitgenössischen japanischen Künstlern, die, abgesehen von Hokusai, weniger bekannt waren, in großen Auflagen herstellte. Von Kennern wurden diese Arbeiten als zweitrangig abgetan, zumal sie von den großen japanischen Malern des 17. Jahrhunderts ablenkten. Dem auch sei, diese Holzschnitte blieben nicht ohne Wirkung auf die Maler der westlichen Welt. Mit ihren einfachen Formen, reinen Farben und ungewöhnlichen Perspektiven regten sie zu neuen Ausdrucksweisen an. Dazu Emisola. Man hat sich über die Bilder von Édouard Manet lustig gemacht und sie mit den Épinal-Bilderbögen verglichen. Darin liegt viel Wahres und dieser Spott ist eigentlich ein Lob. Außerdem wäre es viel interessanter, seine Malerei mit japanischen Holzschnitten zu vergleichen, die ihr in ihrer eigenartigen Eleganz und durch die wunderbaren Farbflächen ähnlich sind. Manet ist ohne Zweifel einer der Väter der Moderne. Sein Schaffen ist gleichermaßen von dem Aristokraten Velázquez wie von den populären japanischen Holzschnitten beeinflusst. Das oft Gemalte, das déjà peint, verbindet sich bei ihm mit dem oft Gesehenen, dem Déjà-vu. In seinem Pfeiffer kommt das besonders schön zum Ausdruck. Zu den bleibenden Jugendeindrücken gehört sein kurzes Gastspiel bei der Handelsmarine. Nachdem er die Aufnahmeprüfung für das Schulschiff Borda nicht bestanden hatte, heuert er auf der Guadeloupe an, die nach Rio de Janeiro ausläuft. Die Briefe des 16-Jährigen sind das Einzige, was von dieser Episode übrig geblieben ist. Schade, dass du unser Schiff nicht gesehen hast. Es ist ganz entzückend und gehört zu den schönsten in Le Havre. Die Offiziere sind zwar streng, aber gutmütig. Wir müssen uns übrigens gut benehmen, weil für uns dieselbe Strafordnung gilt wie für die Matrosen. Wer sich etwas zu Schulden kommen lässt, wird in Eisen gelegt. Da nimmt man sich in Acht, das kannst du glauben. Nochmals adieu, dein respektvoller Sohn Édouard Manet. Und im Februar 1849? In Rio war kein Zeichenlehrer aufzutreiben. Der Kapitän hat mich deshalb gebeten, meinen Kameraden Unterricht zu geben. Also bin ich zum Zeichenlehrer befördert worden. Ich muss dazu sagen, dass ich mir bei der Überfahrt einen Namen gemacht habe. Alle Offiziere und die Professoren baten mich um ihre Karikatur. Sogar der Kapitän hat sich seinen Konterfei zum Neujahrstag gewünscht.
Bei dem Gefecht zwischen der Kearsarge und der Alabama aus dem Jahre 1864 sieht man fast nur Meer. Manet hatte die optischen Eindrücke seiner Reise nicht vergessen. Man muss wirklich auf einem Schiff gelebt haben, um den Ozean so wirklichkeitsgetreu wiedergeben zu können. Nach seiner Rückkehr aus Rio de Janeiro fällt Manet bei der Handelsmarineprüfung wieder durch. Darauf wendet sich dieser Sohn des Personalchefs des Justizministeriums, aufgewachsen in der Zucht des gehobenen Bürgertums zur Zeit Louis Philipps, dem Künstlerleben zu. Er versöhnt seine Eltern auch später nicht durch eine glanzvolle Karriere. 6 Jahre lang arbeitet er im Atelier von Thomas Couture, aber die offizielle Anerkennung bleibt aus. Trotzdem ermöglicht ihm das Vermögen der Familie ein sorgenfreies Leben in Unabhängigkeit. Manet hat bis zu seinen letzten Lebensjahren nie ausschließlich vom Verkauf seiner Bilder leben müssen. Ein Jahr nach dem Tode seines Vaters benutzt er die neue Freiheit, um seine Verbindung mit Suzanne Lenoff zu legalisieren. Am 28. Oktober 1863 heiratet er die holländische Klavierlehrerin seiner Brüder, die 13 Jahre lang seine Geliebte gewesen war. Suzanne Manet ist eine bekannte Pianistin. Sie spielt Werke der Avantgarde wie Schumann und Wagner. Chabrier widmet ihr sogar ein Impromptu. Auf Manets Bildern wirkt Suzanne eher farblos, so als wolle er sie vor der Abbildung schützen, wie hier am Strand in Begleitung des Bruders Eugène Manet. Und eines Tages zerschneidet er ein Bild von Degas, weil ihm das Porträt seiner Frau nicht gefällt. Der Krach mit dem Kollegen ist beachtlich. Manchmal geben Bilder auch kleine Geheimnisse preis. Dieses überarbeitete Bild verwandelt Mutter und Sohn in Schwester und Bruder. Manet malt den jungen Léon Coëlla neben der viel jüngeren Suzanne. Mit ziemlicher Sicherheit ist Manet der Vater des jungen Mannes, der vor der Heirat mit Suzanne der prüden Gesellschaft als deren verwaister jüngerer Bruder ausgegeben wurde. Léon Coëlla bezeichnet Manet bis zum Lebensende als seinen Paten. Auf dem Bild, das Frühstück im Atelier aus dem Jahre 1868, sehen wir den jungen Mann im Sonntagsanzug. Ein Dienstmädchen bringt Kaffee, während ein Gast seine Zigarre genießt. Manet hält die Zeit an, bemächtigt sich der Einrichtung und der Personen und gibt dem Ganzen eine neue Dimension. Noch vor der Erfindung der Filmkamera erfindet er das Standbild. Es herrscht momentane Stille. Der junge Mann ist in seiner Selbstgefälligkeit bis ins Detail genau wiedergegeben, als ob der Maler vor so viel Lässigkeit kapituliert hätte. Nichts ist mehr von dem Stolz geblieben, mit dem er das Kind in der Pose eines der Infanten von Velázquez gemalt hatte, bewaffnet mit dem Degen eines Erwachsenen. War es damals der Stolz des Vaters oder der Stolz des Malers, der sich in der Nachahmung des Velázquez ausdrückte?
Schließlich bezwingt eine Krankheit den Lebensmut dieses Mannes. Er stirbt am 30. April 1883 im Alter von 51 Jahren. Auf seinem Grabstein ohne christlichem Schmuck ist sein Name mit dem seiner Freundin Berthe Morisot vereint, die seinen Bruder Eugène geheiratet hatte. Berthe Morisot war auch eine begabte Malerin gewesen. Sie war nicht nur das unvergessliche Modell Manets, sondern hinterließ selber ein beachtliches Werk. Die Porträts der Berthe Morisot sind das Ergebnis eines Lebens, das so ganz anders verlief als das der Victorine Morin, die Manets Olympia gewesen war. Victorine Morin, die Dame mit dem Papagei aus dem Jahre 1866, wollte partout auch Malerin werden. Sie brachte es sogar so weit, dass sie zum Salon des Jahres 1876 zugelassen wurde, während man Manets Bilder ablehnte. Trotzdem endete ihr Leben nicht glücklich. Alkohol und ausschweifender Lebenswandel ruinierten sie. Hier zwei Porträts von Victorine Morin, gemalt von Norbert Guenaud, der selber zu den Bewunderern Manets zählte. Einmal bricht Manet sein Schweigen über den Tod. Dieser Pfingstrosenstrauß handelt vom Tod einer Blume. In der Knospe erzählt sie von der Jugend, im Aufblühen vom Mannesalter und im Verblühen vom Tod. Manet bedient sich hier ohne Umschweife der gleichen Sprache wie die flämischen Maler des 17. Jahrhunderts in ihren allegorischen Blumenstillleben. Der Tod hat hier keine symbolische Bedeutung, sondern wirkt direkt in seiner Schrecklichkeit. Jede Anekdote ist aus dem Bild verbannt, sogar aus dem Bildtitel. Manet lässt den toten Torero neu rahmen. Es ist ein Ausschnitt aus einer Stierkampfszene. Sein neuer Titel heißt »Der Tote«. Und noch ein Bild ist vom Tod inspiriert. Unter einem gewittrigen Himmel gibt Paris den sterblichen Überresten von Baudelaire das letzte Geleit zum Friedhof am Montparnasse. Das Gemälde zeigt nichts weiter als die unheimliche Wirklichkeit und lässt weder Ablenkung noch Rührseligkeit zu. Die Stadt selbst trägt Trauer, trauert um ihren Dichter. Und schließlich der Tod als Schnappschuss. Manet gelingt mit dieser Erschießung Kaiser Maximilians eine Synthese zwischen dem berühmten Bild Goyas und einem Vorgang, der 1867 die Öffentlichkeit bewegt. Manet wird mit diesem Bild zum Maler der Zeitgeschichte und gleichzeitig zu ihrem Richter. Der Betrachter versteht Manets Kritik an der verfehlten Politik Napoleons III., der einen Kaiser auf den Operettenthron von Mexiko gesetzt hatte und deshalb kaum anders enden konnte. Nach nur 6-jähriger Machtausübung fegt er in eine Revolution davon. Die Zensur untersagt Manet die Ausstellung dieses Bildes. Das Zweite Kaiserreich geht ebenfalls schmählich unter. Am 19. Juli 1870 erklärt Napoleon III. Preußen den Krieg. Preußen schlägt mit Hilfe der anderen deutschen Staaten die französischen Armeen. Der Kaiser wird in Sedan gefangen genommen. Am 4. September rufen Gambetta und Favre in Paris die Republik aus und am 28. Januar 1871 unterschreibt die Regierung der nationalen Verteidigung einen Waffenstillstand. Die Not während der Belagerung von Paris ist unbeschreiblich. Am 19. November 1870 notiert Manet:
Jetzt fangen wir an zu leiden. Pferdefleisch ist bereits eine Delikatesse und Eselsfleisch unbezahlbar. Es gibt Schlachter, die Hunde, Katzen und Ratten anbieten. Aber Paris verweigert die Kapitulation. Das Volk von Paris gibt sich seine eigene Regierung. Es kommt zur Erhebung der Pariser Kommune. Der Krieg gegen Preußen wird zum Bürgerkrieg. Am 21. Mai 1871 beginnt in Paris das militärische Massaker durch die Regierungstruppen. Die konservative Dritte Republik opfert 30.000 Bürger, um wieder Ruhe und Ordnung herzustellen. Manet war während der Belagerung durch die preußischen Armeen in der Hauptstadt geblieben und in die Nationalgarde eingetreten. Nach dem Waffenstillstand hatte er die Stadt verlassen. Er kam erst nach den blutigen Massakern zurück. Das Rathaus, in dem die Kommune 2 Monate lang getagt hatte, lag ebenso in Trümmern wie die Tuilerien, der letzte Sitz des alten Regimes. Die neue Republik sieht es als ihre wichtigste Aufgabe an, die Spuren der Gewalt so schnell wie möglich zu beseitigen. Das von Kaiser Napoleon 1860 in Auftrag gegebene Opernhaus wird 1875 vom Präsidenten der Republik Marc Mahon eingeweiht. Ein Beispiel für französische Kontinuität im Wandel der Zeit. Das Palais Garnier vereint alle künstlerischen Vorstellungen der Zeit. Es ist ein elektrischer Musentempel nach dem Geschmack der Bourgeoisie, die genauso viel Wert darauf legt, zuzuschauen wie gesehen zu werden. Betrachtet man die Innenausstattung dieses Opernhauses, wird einem das Genie Manets und seine einsame Stellung erst zu Recht bewusst. Ihn trennen Welten von seinem Zeitgenossen Paul Boudry, der auf Geheiß des Architekten Charles Garnier 15 Jahre lang an der Ausstattung des Grand Foyer gearbeitet hatte. Diese Kunst ist weit entfernt vom Zeitgeschehen und allen Neuerungen. Baudry verkörpert den Staatskünstler, schlechthin den Rom-Preisträger und Empfänger öffentlicher Aufträge. Seine Laufbahn ist der eines Manet diametral entgegengesetzt. Baudry stammt aus der Provinz, ist der Sohn eines Schusters und kommt durch Technik und Fleiß zum Erfolg. Manet dagegen stammt aus dem gehobenen Pariser Bürgertum. Ihm kommt es bei seiner Kunst nur darauf an, kompromisslos seine persönlichen Vorstellungen durchzusetzen. So entsteht sein Porträt des Dichters Stéphane Mallarmé. Thank you.
Der Schriftsteller und Kunstkritiker Eugène Fromentin fragt im Zusammenhang mit Baudry und Manet sicher zu Recht: Sind es Künstler, die den Geschmack des Publikums verbessern sollen, oder bestimmt der Publikumsgeschmack die Arbeit des Künstlers? Mit der Machtergreifung der Künstler wird gleichzeitig die moderne Kunst geboren. Diese Machtergreifung wird natürlich von der allmächtigen Bourgeoisie nicht hingenommen. Der Brief, mit dem Manet große Szenen aus dem Pariser Alltag zur Ausschmückung des neuen Rathauses vorschlägt, wird nicht einmal beantwortet. Umgeben von Belanglosigkeiten malt Manet ganz einfach die Personen und Gegenstände seiner Umgebung. Dabei verwendet er die gleiche Liebe auf einen Gartenstrauß wie auf die Frauen, die er verehrt. Seine Porträts strahlen eine eigenartige Würde aus, als ob der Maler Augenblicke der Unaufmerksamkeit einfangen wollte, Momente, in denen die Porträtierten an etwas ganz anderes denken. Man soll nicht das Objekt malen, sondern den Eindruck, den es macht, sagt Mallarmé. Bar in den Folies Bergères ist Manets letztes bedeutendes Bild aus dem Jahre 1881. Im Spiegel hinter der Bedienung erscheint das Pariser Treiben spiegelverkehrt, sich auflösend. Stille tritt ein.